Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder hier seid. Von mir gibt es heute das Aufgebraucht für den November. Ich bin ein kleines bisschen spät, weil ich letztes Wochenende ja verreist war. Aber es sind ganz, ganz viele Sachen. Und ja, holt euch einen Kaffee. Es kann ein bisschen dauern. Legen wir gleich los. Da hätte ich zum Beispiel als erstes von L'Oréal Excellence. Die Haarfarbe Koloration 7.3 Haselnuss Blond, die habe ich ja schon öfter gezeigt. Das ist also meine quasi zweite Mischfarbe zu der 7.0. Und ja, ich nehme von jedem immer die Hälfte. Macht sich sehr gut. Ich bin da sehr zufrieden. Sieht natürlich aus. Es entspricht ungefähr meiner normalen Haarfarbe. Vielleicht ein bisschen aschige, wie das also ist. Die Aschblonden kennen das. Und ja, doch bin ich zufrieden. Würde ich immer wiederholen. Dann haben wir aufgebraucht von Edeka die heiße Zitrone. Wir waren auch wieder ein bisschen kränkelig. Und ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Die mögen auch die Kinder gerne. Kann man ruhig mal ausprobieren, wenn wieder die Grippe oder eine Erkältung im Anmarsch ist oder ja auch schon im Haus. Probiert das ruhig mal. Habe ich auch schon wieder nachgekauft. Dann ist leer gegangen von Sebamed die Augencreme. Die habe ich ja schon öfter geholt. Ich mag die recht gerne. Die ist etwas reichhaltiger. Trotzdem habe ich irgendwie noch nicht so das Nonplusultra für mich gefunden. Im Moment benutze ich die von Love. Also L-O. Nee, von Lovely. Genau, so rum. Und ich finde die recht gut. Mal sehen, vielleicht könnte die in Zukunft die zumindest vorerst mal ablösen. Aber sie ist auf jeden Fall nicht schlecht und auch von den Inhaltsstoffen ganz okay. Dann ist leer gegangen von Balea Med die Urea Dusche für Haut und Haar, also 2 in 1 Shampoo und Dusche. Ja, die haben also meine Männer in erster Linie genommen. Ich finde die aber auch echt gut. Riecht okay, halt schon so frisch und sauber und haben wir schon mehrfach nachgekauft. Wird auch noch eine Weile bei uns im Schrank bleiben und immer wieder geholt. Leer gemacht haben wir außerdem von Softlan das Traumfrisch, das ist das Blaue, das mag ich sehr gerne. Ich versuche nicht zu viel Weichspüler zu nehmen und ich wechsle auch zwischen diesen ganz intensiven Düften und dann wieder diesem Sensitiv, weil ich nicht weiß, ob das so gut ist für den Körper. Also von den Umweltmarken abgesehen, halt auch, ob es so gut ist für den Körper. Und weil wir ja auch Allergiker sind und da muss man ja nichts rausfordern. Ich benutze das auch nicht bei jeder Wäsche. Also, aber ab und zu mag ich auch, dass die Wäsche mal so ein bisschen nach was Nettem riecht. Und das ist auf jeden Fall sehr duftintensiv. Also ich finde, es riecht in der Flasche stärker als auf der Wäsche, was mir ganz recht ist, weil ich mag ja nicht umfallen, wenn ich die Nase ranhänge, ne? Das ist schon sehr intensiv. Dann habe ich eine Kerze abgefackelt. Da hängt ein Fussel drin. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich muss mal meine Brille aufsetzen. Ich glaube, die ist von Kick gewesen. So klein geschrieben, dass man es nicht mal mit Brille lesen kann. Müller Kerzenfabrik. Keine Ahnung. Aber sie roch gut und ich finde, sie ist auch ganz ordentlich abgebrannt. Ich meine, klar, das Glas muss ich jetzt noch irgendwie sauber bekommen, ne? Ich nehme die dann ganz gerne zur Aufbewahrung. Für in meinen Kosmetikschrank zum Beispiel. Oder für andere Teelichtchen bei irgendeiner Party. Da braucht man dann auch keine Angst haben, wenn mal was kaputt geht. Ja. Also ich heb die auf. Leider kann ich nichts drüber. Entschuldigung, hat Krach gemacht. Leider kann ich nichts über die Geruchsrichtung sagen. Es ist ein warmer Duft gewesen, vielleicht so Winterbeere oder sowas. Dann habe ich die hier leer gemacht. Da weiß ich, das ist also Glade gewesen. Die habe ich beim DM gekauft. Und das war jetzt diese Honig. Schoko, glaube ich. Sag's euch, alt werden ist kein Zuckerschlecken. Nee, echt nicht.
Und wenn dann die Brille so eingestellt ist, dass man nur auf 40 Zentimeter lesen kann. Ja, Klate. Also ich meine, das wäre diese Schoko-Honig-Geschichte gewesen. Also die habe ich mir auch nachgeholt. Ich fand die roch sehr gut und ja, auch hier werde ich es rausmachen. Ich finde, sie ist auch gut abgebrannt. Das war, glaube ich, meine erste Klate-Kerze. Die hatte ich vorher noch nicht. Ich nehme meistens ja die vom Teddy oder vom Kick, die finde ich sehr gut. Dann habe ich leer gemacht, einmal Augenpads von Cadia Vera, genau. Direkt nach der Maske habe ich die verwendet und da muss ich sagen, haben die echt gut getan. Also sie waren schon gleich so ein bisschen, ich merkte so ein bisschen so ein Frischegefühl direkt unter den Pads. Und ich hatte schon den Eindruck, die haben deutlich intensiver gewirkt, als wenn man die so zwischen Tür und Angel irgendwie mal so abends nebenbei auflegt. Werde ich vielleicht doch noch mal testen. Also bis jetzt war ich ja immer nicht so zufrieden mit den Pads, aber das hat mir jetzt doch recht gut gefallen. Dann ist leer gegangen von Balea das pflegende Gesichtswasser, kaufe ich ja immer wieder nach. Ist so ungefähr das Einzige, was ich echt gut vertrage und bin ich sehr zufrieden mit. Ich bin ein bisschen schnell, oder? Aber ich quatsch sonst immer so viel und ich denke mir immer, das muss ja auch nicht sein, dass ich so viel zu erzählen habe. Ne? Das kommt bestimmt noch. Elkos Body Duschgel, Zitronengras und Limette, das war so ein Sommerduft, den gibt es auch noch. Ich mochte die zweite Version, die Orangene Liebe. Die ist, glaube ich, heute nicht dabei. Aber einen von der hatten wir noch und dann mussten wir die auch aufbrauchen. Die war auch okay. Haben meine Männer genommen, roch schön frisch. Und ich glaube, da gab es auch nichts zu meckern. Habe jedenfalls nichts Negatives gehört. Außerdem unser obligatorisches Wellaflex Haarspray. Ich glaube, es ist nur einmal. Für mich spielt es nicht die Rolle, welche Sorte ich nehme eigentlich. Ich finde, die wirken alle ganz gut und ich bin jetzt auch nicht so der Betonierer, also von daher, es geht eigentlich mehr darum, dass der Pony nicht immer so ins Gesicht fällt und das macht er eigentlich auch mit bisschen Haarspray nicht und von daher, es verklebt nicht, es riecht gut, es lässt sich super auskämmen. Ich bin sehr zufrieden mit Wellaflex. Und weil ich gesehen habe, manche wegen dem Verkleben diese ja, Spritzdüse, das Problem habe ich eigentlich nur dann, wenn ich es in der Sporttasche hatte, also wenn es quasi liegend gelagert wurde. Und dann gehe ich immer her und nehme mein Handtuch und ruppel da gerade mal vorne drüber. Da hängt sich einfach das ja, Silikon wahrscheinlich oder was da drin ist, verklebt halt die Öse. Also die Düse, nicht die Öse. Und mit dem Feuchten, vom Haarewaschen zum Beispiel, mit dem Handtuch ruppel ich da gerade mal diese Düse frei. Und dann geht es wieder anstandslos. Also ich komme da gut zurecht. Außerdem ist wieder leer gegangen von Alverde das Sensitiv-Shampoo. Das habe ich ja für meinen Sohn immer wegen der juckenden Kopfhaut. Ich nehme es auch ab und zu. Kann ich empfehlen. Wir kommen da gut mit zurecht. Und klar ist jetzt für mich auch kein Alltagsshampoo, weil ich brauche schon ein bisschen mehr Pflege. Aber für ab und zu zwischendurch geht es auf jeden Fall einwandfrei. Leer gemacht habe ich außerdem von Denk mit die Trocknertücher und die habe ich auch gleich noch mal von Gut und Günstig und da wollte ich euch einfach mal dazu sagen, ich finde die von Gut und Günstig deutlich besser, die riechen viel intensiver und ich finde auch die Wäsche riecht viel intensiver als die von Denk mit. Also von daher ist ganz klar bei mir der Sieger hier Gut und Günstig gewesen und die würde ich mir jetzt eher nicht mehr nachkaufen. Ja, wir waren krank, habe ich ja gesagt. Und das sind also unsere obligatorischen Hustenbonbons. Wie zuckerfrei gehen bei mir immer. Und auch so ungefähr, das ist das Einzige, was bei mir geht. Und wollte ich nur mal so erzählt haben. Nicht, dass es wichtig wäre. Aber vielleicht mögt ihr die ja auch. Oder habt ihr die noch nicht probiert und wollt die mal probieren jetzt? Ich habe außerdem einen Maschinenpfleger für die Spülmaschine mal wieder getestet, diesmal die günstige Art von Gut und Günstig. Ich meine, es wäre ganz okay gewesen. Also würde ich schon noch mal ausprobieren. Ich hatte, glaube ich, das letzte Mal so Somat.
Ich kann jetzt keinen großen Unterschied feststellen, außer halt im Preis. Ne? Ich glaube, der ist schon deutlich günstiger. Also von daher würde ich mir den nachholen. Leer gemacht habe ich eine Zahnpasta von Odul mit 3. Die finde ich sehr gut. Die mag ich vom Geschmack her. Ich finde die in der lässt auch ein gutes Gefühl. Das ist jetzt die Complete Care. Genau. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gehabt und habe ich mir auch schon nachgeholt, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Irgendwas ist ausgelaufen. Leer gegangen ist von Elkos das Mint Fresh. Das habe ich für meine Aufbissschiene verwendet. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich habe jetzt eine neue bekommen, ob ich das wieder machen werde, weil ich irgendwie das Problem hatte, dass meine Aufbissschiene Verfärbungen bekommen hat und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht damit zusammenhing. Nicht wegen dem Einweichen an sich, aber ich vergesse es ab und zu mal und wenn das dann stundenlang quasi in dieser Lösung liegt, dann ist es vielleicht schwierig. Also muss ich noch mal gucken. Ich habe noch was da und im Moment teste ich noch andere Sachen aus. Leer gegangen sind außerdem die Maxi-Pads von Elkos. Die mag ich recht gerne. Ich nehme die eigentlich immer nur für zum Abschminken. Ich nehme auch meistens beide Seiten. Also ich brauche ein Pad für alles. Und habe ich mir auch nachgeholt. Ich finde die Elkos Pads eigentlich echt gut. Muss man nicht extra dafür in die DM fahren oder in den Rossmann. Und ich möchte jetzt gern wissen, was hier ausgelaufen ist. Eine Maske von Elkos Hydromaske habe ich auch aufgebraucht. Auch hier bin ich wieder zweimal hingekommen. Ich gebe das immer in so ein kleines Döschen und hebe mir das dann quasi fürs nächste Mal noch auf. Ich meine, sie wäre ganz okay gewesen. Ich kann mich aber kaum mehr daran erinnern. Also sie hat jetzt nichts Berauschendes gemacht. Sie war okay, kann man machen. Ist halt mal so ein Ding zwischendurch, so ein Gimmick, aber nichts Großartiges. Eine absolut tolle Geschichte war dieses Schwarzkopf-Kliss-Kur-Shampoo. Bei mir hieß die Wunderpflege. Wir haben die geschenkt bekommen von einem unserer Lieferanten. Da gibt es immer an Weihnachten so ein großes Präsent. Oft ist es Nivea. Diesmal war es eben von Schwarzkopf-Kliss-Kur. Und da war unter anderem das Shampoo, die Spülung und ein Haarspray drin. Und ja, auch diese Sprühkur. Die Sprühkur habe ich noch, das Haarspray fand ich super. Die Spülung ist noch nicht leer und das Shampoo war klasse. Im Laden stand das damals auch in dieser Optik, aber als Winterpflege, glaube ich. Und ja, ich hatte wirklich Bedenken, ich komme nicht hin bis zur neuen Winterpflege. Aber jetzt gibt es ja die neue Winterpflege schon. Ich bin gerade am Austesten, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich sie genauso gut finde, aber das war echt klasse. Und wieder mal ist die Kamera ausgegangen. Die 13 Minuten sind um. Ja, also vielleicht weiß jemand von euch, was das Nachfolgeprodukt von diesem Winterpflege-Shampoo in Lila gewesen ist. Da steht drauf mit flüssigen Haarbausteinen Wunderpflege oder Winterpflege dann mit pflegendem Repair-Serum. Also ich fand es richtig, richtig, richtig gut und ich bin todtraurig, dass es leer ist. Muss ich so sagen. Endlich mal ein Hotelpröbchen aufgebraucht. Nichts Besonderes, aber es ist halt leer. Und auch das ist nass. Dann, was auch leer gegangen ist, ist eine Pflegedusche Wohlfühlmoment Bio-Lavendel und Bio-Olive von Alverde. Ich habe das als Badezusatz verwendet und Alverde mag sein, wie es will, aber diese Pflegeduschen, die haben eine schöne Schaumproduktion. Also das geht durchaus in der Badewanne. Und ich fand auch, es roch gut. Ich wollte es jetzt nur mal leer haben, weil ich Angst hatte, dass mir es kippt irgendwann, weil es war schon vom letzten Winter, glaube ich, also spätestens vom Januar oder so. Und ich werde mir sicher da die ein oder andere Pflegedusche noch mal anschauen. Bin ich bis jetzt eigentlich noch immer gut gefahren.
Außerdem eine weitere Maske von Real Solution. Ja, die hatte ich also im ja, Ausverkauf quasi mitgenommen und ich habe null Ahnung, wofür die eigentlich war, weil ich glaube, es steht nicht drauf. Oder? Moment, ich muss gucken. Sie war gut, hat mir gut gefallen. Schön, Propolis, also das ist ja, ist das nicht das von den Bienen? Doch, ich glaube schon, ne? Also wahrscheinlich einfach pflegend und beruhigend, könnte ich mir vorstellen. Sie hat mir gut gefallen und würde ich mir eventuell auch nachholen, aber ich muss sagen, für 2,85 wäre sie mir jetzt zu teuer gewesen. Ist ja auch nur eine einmalige Geschichte. Und für 1,45 kann man es schon mal austesten. Dann ist leer gegangen von Elkos Body, der Rasierschaum sensitiv. Den fand ich ganz okay. Ich fand ihn auch gut vom Geruch her. Ja, ein Rasierschaum halt, ne? Also hat nichts Besonderes gemacht, war einfach nur da und hat funktioniert. Und noch eine Maske von Salt House Luxus Totes Meer Premium Maske Feuchtigkeit. Das hatte ich aus einem Tauschpaket mit der lieben Jana. Fühl dich gegrüßt an dieser Stelle. Und ich fand die echt gut, hat mir sehr gut gefallen und würde ich mir auch mal nachholen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es die Salt House Masken gibt, wahrscheinlich in Müller und vielleicht auch Rossmann oder so. Mal gucken, muss ich mal im Blick behalten. Also doch, hat mir gut gefallen. Dann habe ich aufgebraucht eine Maske von Shams Vanilla Fruit Bomb. Mir ist aufgefallen, also es sind ja diese Dreierpakete, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich brauche, wie gesagt, meistens solche großen, also solche Sachets auf zweimal auf. Also ich fülle die um, wie erzählt vorhin schon. Und da sind aber nur 5 Milliliter drin, was für mich eigentlich zu wenig ist zum Umfüllen. Klar, rentiert sich nicht, aber zum Aufbrauchen für einmal ist es für mich fast ein bisschen viel. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ja. Ich fand den Geruch ganz nett, ich fand die Wirkung okay, also hat jetzt nichts gemacht, was mich vom Hocker gerissen hätte, aber man kann es ausprobieren. Würde ich mir jetzt eher nicht mehr nachkaufen. Die Erdbeer-Peeling-Maske von Schäbens fand ich auch ganz okay, hat mir gut gefallen. Ich verwende Peeling-Masken eher selten, aber die könnte ich mir vorstellen, dass ich mir die nochmal hole. Und, also wenn es die noch gibt, ich weiß gar nicht. Ja, aber ich fand es super. Also für die zweimal im Jahr, in der ich eine Peelingmaske verwende, ist die okay. Meine Haut ist einfach zu trocken für Peelingmasken. Ach, das ist vielleicht ausgelaufen. Nee, da war ja nichts mehr drin. Da ist leider die Pipette kaputt. Am neuen kaputt gewesen. Die habe ich jetzt schon ausgetauscht und konnte die auch nicht mehr zudrehen. Ich habe leer gemacht von Edens Semilat das Hyaluronic Acid Serum. Das habe ich jetzt auch schon zum zweiten oder dritten Mal geleert. Das nehme ich jeden Tag morgens. Ich mag das sehr gerne. Ich habe schon das Gefühl, es tut was für die Haut. Und ja, Vitamin C und E, Retinol, Aloe Vera und Shea-Konzentrat, ne, Shea-Extrakt, so rum. Mag ich sehr, sehr, sehr. Und wie gesagt, nachgekauft. Habe ich gerade wieder bestellt. Und noch eine Gesichtsmaske. Ich war fleißig, stelle ich gerade fest. Pur Sauce Shell. I glaube Pur Sauce Cell Sheet Mask Green Tea. Die fand ich ja sehr gut. Hatte ich mir auch nachgekauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es sie momentan noch gibt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr die noch im Ausverkauf kriegt. Die ist echt nicht schlecht. Hat man schon das Gefühl, die tut was. Dann habe ich leer gemacht von Maybelline den Schadenlöscher Auge. Ja, ich musste ein bisschen raten wegen der Farbe, weil es steht ja nichts mehr drauf, ne? Aber es war Fairy. Ich habe mir es auch nachgekauft in der Zwischenzeit. Und ich mochte den sehr gerne. Ja, klar, manche mögen dieses Schwämmchen nicht.
Aber was mich mehr gestört hat, war, dass dieses Käppchen irgendwann nicht mehr gescheit geschlossen hat. Also das hält nicht und das nervt. Aber gut, jetzt ist es leer und endlich ein neues. Also man freut sich dann auch, wenn man mal wieder was Neues hat. So, dann habe ich leer gemacht. Mal wieder was Großes raus von Das Gesunde Plus, das Original Tode Meersalz, Badesalz. Fand ich sehr gut. Weiß nicht, Folie, so sind die dann abgepackt nochmal. Und habe ich auch schon nachgekauft. Diesmal vom, doch wieder vom DM, genau. Ja. Nehme ich zum Baden. Könnte man aber im Prinzip ja auch ein Peeling damit machen, wenn man das wollte. Fußbäder, keine Ahnung. Also ich nehme es fürs Vollbad. Ich habe jetzt so ungefähr die Hälfte für ein Vollbad verwendet, weil ich mir gedacht habe, ist ja eigentlich ein bisschen Verschwendung. Ich gebe dann lieber noch was gut Duftendes dazu oder so. Und aber ich mag es sehr gerne und es ist natürlich absolut von, also es hat halt nichts Negatives drin, ne? Also kann man nichts verkehrt machen. Einen Kaffee nehmen. Und irgendwie umdisponieren. Ist der mal weg. Außerdem, ach, da ist doch noch ein Wellaflex. Also hier, das ist jetzt Fülle und Style. Was war das vorhin? Parfümfrei. Ja, also noch eins. Genauso wie das andere. Finde ich gut. Leer gegangen ist außerdem von Nivea Men Fresh Active. Meine Männer mögen das sehr gerne. Nivea im Allgemeinen. Ich benutze Nivea ja eher selten. Es roch sehr gut. Ja, kann man nichts Negatives sagen. Es ist 0% Aluminium sogar. Also wer das mal austesten will, ist halt so ein typischer Männerduft. Leer gemacht habe ich außerdem von Denk mit das Color-Waschmittel. Genau, das hatte ich das erste Mal einfach mal so zum Ausprobieren. Ich kann nichts Negatives sagen. Der Geruch ist okay. Ich meine, es hätte seinen Dienst getan. Also eigentlich wird unsere Wäsche so gut wie immer sauber. Also es sind halt auch diese Kleinkindphase, in der irgendwelche Flecken produziert werden, ist bei uns so ziemlich durch, ne? Also die Kids sind ja alle groß und von daher macht auch keiner mehr auf der Wiese großartig rum. Normal funktioniert das ganz gut. Habe ich noch ein Waschmittel und zwar Balsam von Guten Günstig Wollwaschmittel. Das war auch okay. Aber ich habe doch einiges an Feinwäsche in der Zwischenzeit und dann kaufe ich mir doch immer wieder sowas nach, weil ich möchte ja auch nicht, dass die Sachen dann zu arg strapaziert werden in der Waschmaschine und ja, kann man machen. Noch was zum Putzen von Gut und Günstig, die Allzwecktücher finde ich gut, kaufe ich immer wieder nach. Dann ein Nagellackentferner von Elkos. Acetonfrei mit Mandelduft. Ja, den fand ich jetzt nicht so besonders. Also die Acetonfreien sind immer ein bisschen, ja, ist halt Acetonfrei, ne? Es dauert halt ein wenig länger. Aber kann man machen, ist auch nicht schlechter als die anderen. Endlich leer gegangen von Nivea, das Hand- und Nagelbalsam aus dem Adventskalender letztes Jahr. Das werde ich jetzt bald wieder haben. Ich mochte es nicht. Ich mochte es nicht. Das kleine Ding hat echt ewig gebraucht, ne? Die Wirkung war gut, aber der Geruch, pff, echt, nee. Die haben immer mal so Ausreißer dazwischen. So, dann habe ich aufgebraucht, beziehungsweise in dem Fall umgefüllt von P2 dieses Puder aus dieser Limited Edition war das damals mit dem Spiegel. Das war also sehr gut aufgebraucht, ein sehr großes Hitzepen und ist dann letztendlich ausgebrochen und ich habe das jetzt umgefüllt in ein Döschen, habe es quasi pulverisiert wieder und benutze es halt jetzt als loses Puder, aber viel ist nicht mehr da. Das werde ich, denke ich, jetzt in diesem Monat auf jeden Fall leer machen. Und da habe ich endlich wieder eine Verpackung weg, die kaputt war.
weil es kann ich nicht leiden. Und noch eine Maske, und zwar von Balea, die Honig, Milch und Honig, glaube ich, Maske. Fand ich sehr nett, auf jeden Fall pflegend, hat mir gut gefallen und würde ich mir nachholen. Genau. Eine der Masken, die ich mir nachholen würde. Noch was zum Naschen von Alnatura, die Schokoreiswaffeln, die gehen hier auch immer. Ich esse die auch gerne. Gibt es hier mit Vollmilch Kokos. Sehr lecker. Auch obwohl ich nicht so der Kokosesser bin, aber da sind ja nur so ein paar Streusel drauf. Also schmeckt sehr gut. Kann ich echt empfehlen. Leer gemacht habe ich jetzt wieder von Be Natural das Coconilla. Habe ich auch so ein bisschen ausgepinselt. Aber da ist jetzt nichts mehr drin. Das ist schwarz, weil ich mit Theaterschminke. Ich habe mir mit Theaterschminke versucht, Crazy Lips zu malen. Also, das war so unser Motto. Auf Instagram haben wir das, so eine kleine Gruppe. Und ich hab so allergisch auf die Theaterschminke reagiert, dass mir der ganze Mund gebitzelt hat. Die ganze Zunge hat gebitzelt und die Lippen. Und ja, Gott sei Dank war es eh schon leer, sonst hätte ich das auch nicht drüber geschmiert, weil das kann ich jetzt auch nicht mehr nehmen, weil das wäre mir echt zu riskant. Keine Ahnung, ich habe noch nie so über den Mund reagiert. Noch was aus dem Adventskalender, und zwar das Lippenpeeling Magic Winter vom letzten Jahr. Das mochte ich wiederum sehr. Hatte ich gesagt, ich quatsch nicht so viel, oder? Jetzt schon wieder die Kamera ausgegangen. Ja, also das fand ich sehr gut. Wenn es das zu kaufen gäbe, hätte ich mir es geholt. Ich habe zwischenzeitlich eins von Lush. Das finde ich unheimlich trocken. Also das gefällt mir eigentlich nicht so wirklich. Für 10 Euro fast, ne? Das ist irre. So, zwei Sachen noch. Einmal von Frisco, von Elkos, das Fluorfresh Zahnpasta-Dingens da. Fand ich furchtbar. Würde ich mir, habe ich auch in groß, weil ich gedacht habe, ist von den Inhaltsstoffen her ganz okay. Aber das kann man echt nicht nehmen. Da haben die Zähne wehgetan. Also ich hatte das Gefühl, ich kriege schmerzempfindlichere Zähne. Das hat so einen Schleifeffekt irgendwie, weil da so Partikel drin sind. Furchtbar. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit der anderen mache. Die ist so viertels aufgebraucht. Vielleicht schmeiße ich sie doch weg. Und ausrangiert und zum Wegwerfen habe ich hier so ein Kajalstift in Natur. Der ist extremst cremig und ich kriege da Tränen. Also ich kann das einfach nicht auf der unteren Wasserlinie haben. Ich benutze sie eh nicht und dann brauche ich ihn auch nicht aufheben und den schmeiße ich jetzt weg. Der ist auch uralt. So, das war's jetzt. Die Tasche ist leer. Zwei Pullis habe ich noch aussortiert, die ich beim Schrankaussortier-Video vergessen hatte, weil ich sie unter dem Bett schon gelagert hatte. Die fliegen noch raus. Und ein Schwung voll Haarspangen habe ich noch raus für die Spendekiste, die jetzt diese Woche noch weggehen soll. Ich hoffe, das klappt auch, weil sie steht mir jetzt noch hier im Zimmer rum. Und ja, das war's jetzt von mir heute. Ich hoffe, ihr habt es bisher ausgehalten. Und ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid alle fit und keiner ist krank. Es ist ja im Moment so nass und kalt. Da ist es irgendwie, sind doch viele Leute erkältet. Also, falls ihr krank seid, wünsche ich euch auf jeden Fall gute Besserung. Lasst den Kopf nicht hängen. Es wird wieder besser. Auch wenn es sich zieht. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.